Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute über den Beitritt von Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum. Und viele in Deutschland denken sich doch jetzt, ja, das ist doch schon so. Deswegen leben doch in Deutschland jetzt circa 10-mal so viele Rumänen und Bulgaren wie vor 10 Jahren. Und diese Menschen beziehen oftmals Sozialleistungen, beziehen oftmals Kindergeld für Kinder in der Heimat. Und sie arbeiten oftmals im Niedriglohnsektor, gerne in der Fleischindustrie, wo sie unter sklavenähnlichen Bedingungen ausgebeutet werden und zum Lohndumping beitragen. Also alles nichts wirklich Positives. So vor einem halben Jahr bin ich durch Rumänien gefahren auf meiner Reise in die Ukraine und ich habe Rumänien kennengelernt. Und ich möchte Rumänien mal freundlich so beschreiben. Rumänien ist der wilde Westen von Europa. Also wilder Westen mitten in Europa. In der Ukraine habe ich eine deutlich bessere Infrastruktur gesehen und deutlich mehr Ordnung. Die Frage ist, wie konnte das passieren? Wie konnte ein Land mit solcher Infrastruktur, ein Land, das so korrupt und so kriminell ist, Mitglied der Europäischen Union werden? War da mal keiner gucken, habe ich mich da gefragt, als ich so durch dieses Land gefahren bin. War da mal keiner gucken? Anscheinend nicht. So. Und nun ist viel Geld geflossen in den letzten Jahren. Man meint ja immer, wenn man in korrupte Länder Geld investiert, dann wird alles besser. Nee, diese korrupten Strukturen nutzen dieses Geld. So stellt zum Beispiel eine Studie des Zentrums der Demokratie fest, der Betrag mit EU-Geldern ist vergleichbar mit den größten Märkten der organisierten Kriminalität. Wie Menschenhandel, damit meinen die Prostitution und Schlepperei, Drogenhandel und illegaler Kraftstoff. So viel Geld bringt das Geld der EU. Circa knapp 2 Milliarden sind da verpufft in kriminelle Strukturen. Die bulgarisch-türkische Grenze war jahrelang in der Hand der Mafia. Jetzt wurde zurückerobert, Mundkaltmann. Das heißt, die Mafia trägt da jetzt Uniform. Also sind unerträgliche Zustände. Und damit muss Schluss sein. Wir brauchen Rumänien und Bulgarien nicht im Schengen-Raum und auch nicht in der EU. Danke.